Hallo und herzlich willkommen zu The Witcher 3, The Wild Hunt, mit den Herzen aus Stein und dem Blut und dem Wein. Was ist das? Komm. Plötze, wo bist du? Komm schnell weg hier. Lauf, Plätze. Genau, lauf. Das gucken wir uns irgendwann mal an. Ne, ich habe auch gerade geguckt hier auf Karte. Ne, hier sind Fragezeichen. Ne, ich trau mich echt nicht, wirklich. Echt alles hier so ein bisschen gefährlich. Verlassene Städte. Fliegt da hinten rum. Geister oder was? Oder sind da Rehe? Geister, ne? Ja, komm, Geralt. Hier gibt es noch so ein Geisterabsud, ne? Erscheinungsabsud, genau. Ziehst dir rein. Och, 29. Zeit zu sterben. Verdammt. Wow, wow, wow. Zu bieten hast. Alter. Scheiße. Junge. Habt ihr gesehen, da hat mir wieder mein Unsterblich, hat mir wieder den Arsch gerettet. Leck mir an, und dann habe ich auch noch Öl vergessen. Junge, Hüte. Das war jetzt. Das habe ich mich schon gefreut, Alter. Guck mal hier, 29er nur. Oh, 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 oh. Wow, wow, wow. Guck, da kommen die Leute wieder. Ja, hervorragend. Und plötzlich ist es Tag. Wunderbar. Und Stufe 29. Nur trotz alledem, ich wollte gerne an den Schatz heran. Was haben wir denn hier? Boah, geht so, ne? Haben wir denn jetzt hier alles? Ich glaube schon. Egal. Guck mal, da ist er. Ein Kräuterfachmann. Ja.
Mädchen. Wieso hat er zwei Schwerter? Die brauche ich. Was? Wie was? Hast du was Interessantes? So, auf den ersten Blick sehe ich nichts. Das hat er nicht. Hast du sowas? Hast du nicht. Schade. Hier diesen komischen Pilz, ne? Höhlentrollleber. Ja, toll. Und ich verschone die Trolle immer. Was ist hiermit? Ist auch nicht. Ja. Komm, dann. Leb wohl. Leck Arsch. Langenaugen, Silberschwert. Sein Antlitz ist schön, seine Worte fantastisch. Doch dieser Teufel ist verdorben und komm schon, Plätze. Die Wünsche wird er dir gerne erfüllen. Bleib doch mal auf dem Weg, ey. Bogendorf. Alter, was? Das ging aber Flotikowski. Ja gut. Scheiß Bogendorf. Ghule, ey. Selbst Ghule sind jetzt scheiße gefährlich. Komm. Steig ab. Kannst du schon mal eine drücken? Quen schon mal bereit machen. Inventar. Was haben wir denn hier? Bestien. Nekrophagen sind das, ne? Drakoniden, Nekrophagen. Häng mir deinen Kopf an den Sack. Ist recht, so machen wir das. Ist hier noch mehr von den Viechern? Jo. Na ja, Kamerad.
gut, Geralt. So, haben wir denn jetzt die verkackten Nekrophagen hier? Alle weg? Können die Leute zurückkommen? Ah ne, da ist noch eine. Komm da raus, das ist Sonnenblumen. Trotzdem verwirrt, warum passiert mir ja nichts? Im Bogendorf. Ich habe doch jetzt hier alles platt gemacht, oder nicht? Oder ist in den Häusern noch was drin? Reagenzien. Oje. Was die da wohl machen? Keine Ahnung. Offenes Fenster, Stiefelabdruck auf dem Bett. Da hat es jemand eilig. Okay. Warnbrief. Das ist wohl wahr. Gefährliche Branche, Narkotika. Kulivert. Freund, du musst deine Augen offen halten. Jemand interessiert sich für deine Arbeit. Sie wollen dir ein Angebot machen, das du nicht ablehnen kannst. Wenn ich du wäre, würde ich meine Sachen packen und mir irgendwo in weiter Ferne ein Versteck suchen. Die in Serikanien zum Beispiel. Roderick. Ja. Guck mal, Gerald, hier, guck mal, das Ding, das ist hier. Riecht nach. Die haben Fistech gekocht. Fast die ganze Ausrüstung ist weg. Nur nicht die kaputte. Okay. Dealer waren hier. Alles klar. Oder jedenfalls Produzenten. Alter, mach doch nicht so Faxen. Geh da hoch und gut ist. Diamantenstaub. Da hinten gibt es so ein Paket. Ich hätte... Sag mal, regeneriere ich gar nicht mehr meine Gesundheit oder was? Was ist da los? Verstehe ich nicht. Im Gegenteil, ich werde da immer schwächer, so wie das aussieht. Brauche ich hier so ein Gegengift oder was?
Was haben wir denn hier? Die Angriffskraft, okay. Verbesserte Formel, erhöhte maximale Vitalität. Stört einen großen Teil. Verbesserterweise hebt eigene Vergiftung sowie Effekte anderer Tränke vollständig. Das finde ich ja nicht so gut, ne? Weil. Gewährt Immunität gegen Gifte und neutralisiert Gifte, die bereits in der Blutbahn sind. Kannst du nicht nehmen, weil ich hier schon komplett am Arsch vergiftet bin. Ich werde immer schwächer, seht ihr das? Also ich sehe das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das gut ist für mich. Komm, Geralt. Geh mal in Klausur. So. Und dann drückst du dir ein Wasserchen. Und dann sieht das so aus, als wenn meine Gesundheit wieder hochgeht. Lecker verwesenes Fleisch. Gute Sache soweit. Gute Sache. So, mal hier Trockenfisch. Zerbrochenes Ruder. Was braucht man doch? Ach, da hinten steht auch noch was rum. Eigenartig. Hier war ich da schon drin, ne? Ja. Denke ich jedenfalls mal. Naja, ich habe keine Ahnung, was da mit dem. Beweg dich! Mit dem Dorf auf sich hat. Toll, Plötze. Komm schon, Plötze! Halt irgendwelche Drogen Produzenten. Walter White hat da gewohnt. Keine Ahnung. Und wir haben ein Level Up. Was ist das denn da hinten? Was ist das? Nicht erkundeter Ort. Kein Dingen frei. Weiter so, Plätze. Ja, Plätze. Ich habe da vorne habe ich eine Querstraße gesehen. Die benutzen wir jetzt einfach mal. Keine Ahnung, was das für ein Geschöpf war. Es klang nur sehr groß. Wir können uns ja auch noch ein paar Fragezeichen mal für später aufbewahren.
besonders geil fand, ich wollte mir Zeit lassen mit der Hauptquest. Wirst hier verfolgt von dem Gym. Boah, was sieht das gut aus hier an dem Bach. Langreiten. Schick. Macht schon Spaß. Ja, hör mal. Links vor rechts, ne? Mein Opa ist krank. Lass mich raten, das ist wieder die komplett bescheuerte Strecke hier. Alter, meine Fresse, Plötze, ey, wirklich. Was soll denn der Scheiß? Ja, nix Müll. Ja. Ach, sag bloß Perlenschnur. So geht das. Wo ist der? Doch der richtige Weg. Meine Fräse, du. Wer ist er? Den kennen wir noch gar nicht, oder? Wie es aussieht, hast du mein Geld ja gut eingesetzt. Ach doch. Die Rückkehr in meinen Beruf. Du weißt ja nicht, welche Freude das bringt. Danke. Keine Ursache. Wie läuft's mit der Arbeit? Mehrere kleinere Runen habe ich schon angefertigt, zum Üben. Aber es macht mich traurig, dass meine Werkzeuge und Zutaten für Besseres nicht ausreichen. Ich hatte Glück und habe etwas Jade gefunden. Hier. So danke ich dir. Wenn du es wünschst, lade ich dich ein, meinem Handwerk beizuwohnen. Ja, klar. Der Runenschmied kann deine Gegenstände mit Runenwörtern und Glyphenwörtern verzaubern und ihnen so neue mächtige Eigenschaften verleihen. Rufe zum Verzaubern das Verzaubernfenster auf. Haha. Wie viel Kohle habe ich denn? Komm her. Hier ist mehr Geld. Holst du davon bessere Ausrüstung? Danke tausendfach. Zu gütig bist du zu mir, wahrhaftig. Deine Arbeit ist das Geld wert. Das wissen wir noch gar nicht, Geralt. Fleißig bei der Arbeit, das sieht man gern. Oh ja, ich habe passende Werkzeuge in Auftrag gegeben. Bei Novigrader Handwerkern. Einiges hat es gekostet. Aber jetzt kann ich wieder richtig loslegen. Neue Runen, Glyphen und Schemata habe ich angefertigt. Anschauen solltest du sie dir. Vielleicht gefällt dir ja was. Dich hält jetzt also nichts mehr zurück? Vom Herstellen meisterlich gefertigter Runen? Ich brauche noch wesentlich mehr Geld dafür. Leider. Langsam wirst du komisch, Kalle. Die nördlichen Königreiche. Gefällt es dir hier? Oh ja. Noch nie habe ich ausgedehntere Wälder und einen solchen Himmel in derartig ungewöhnlichen Farben gesehen. Nördlinge allerdings sind eigenartig.
wortkarg, verschlossen. Hm. Und auf den Straßen wimmelt es von Banditen. Aber daran ist wohl der schreckliche Konflikt schuld. Würdest du mir etwas anfertigen? Was haben wir denn hier? Verzauberung. Runenwörter und Glyphenwörter. Du kannst Gegenstände mit Runenwörtern oder Glyphenwörtern verzaubern. Diese Wörter können nicht zugleich mit einzelnen Runen oder Glyphen verwendet werden. Wenn du einen Gegenstand verzauberst, werden aktuell eingesetzte Runen oder Glyphen zerstört. Aha. Verzauberte, hier werden Gegenstände angezeigt, die mit Runen und Glyphenwörtern verbessert werden können, sich also verzaubern lassen. Es können nur Gegenstände mit 3 Aufwertungsplätzen verzaubert werden. Alles klar. Also 2 ist nicht. Gut. Dies ist eine Liste aller Runen und Glyphenwörter, die in Sockeln von Gegenständen eingesetzt werden können. Verjüngung. Aha. Runenwörter werden zum Verbessern von Waffen eingesetzt, Glyphenwörter zum Verbessern von Rüstung. Okay. Hier erscheint eine Beschreibung der ausgewählten Verzauberung sowie deren Kosten. Jeder tödliche Hieb ist cool, ne? Eigentlich. Aber kann ich ja nicht machen. Warum? Weiß ich nicht. Verzauberungen haben verschiedene Stufen. Zum Verzaubern eines Gegenstands musst du einen Runenschmied aufsuchen. Mhm. Verzauberungen auf der Liste können hinzugefügt, entfernt oder gefiltert werden. Okay. So. Boah, Erhaltung. Weiß ich nicht. Besänftigung. Haben Analysepunkte ihren Höchstwert erreicht, nehmen sie stetig ab bis zum Wert 0. Bis dahin ist die Regeneration von Vitalität und Ausdauer erhöht und die eigene Vergiftung nimmt schneller ab. Das finde ich alles nicht so prickelnd. Ganz ehrlich, wenn ich da mal ehrlich bin, finde ich das alles nicht so prickelnd. Was ich hier drin hab. Naja, Wirbel benutze ich nicht. Erhaltung ist ganz cool, ne? Aber komm, ich probiere mal. Hinzufügen. Kostet. Klopp mal da eine rein. Und hier bitte auch. Und dann. Hier ist gar nichts. Ja, gut. Hör mal, was kannst du mir denn hier? Guck mal hier, 35. Leckt mich da an den Arsch. Du zahlst aber auch nicht wirklich was, ne? Kamerad? Ich glaube, ich sollte da nicht zu dir hingehen. Ja, obwohl, du kannst hier... Weiß ich nicht. Ist das so ein Allround-Talent oder was? Wo sind wir? 29 sind wir.
Ich habe bestimmt riesengroßen Scheiß angestellt. Egal. Schau mal die Hose her. Tja. Einfach nur mal, ich möchte gucken, wie es aussieht. Dunkelstahlplatte, 2 Stück brauche ich dafür. Okay. Macht natürlich viel mehr Sinn, ne? Thyssens Rüstung, 30. Aber das dauert noch relativ lang. Schwere hindasphalische Rüstung. Das sind 11 plus. Und hier gibt es 14 plus. Das ist aber eine mittelschwere und das ist eine schwere Rüstung. Finde ich alles nicht so pralle, wenn ich ehrlich bin. Unterhändler. Tja. Was fehlt da? Verbessertes Katzenschwert. Ja, da weiß ich ja schon, was ich demnächst machen muss, ne? Ist halt vielleicht gar nicht so schlimm, dass ich da ein bisschen rumexperimentiert habe mit meinem Schwert. Die Sache ist nur die, ne? Habe ich jetzt quasi 3 Runen eingetauscht? Überlegene Bärenstiefel. Tja. Nee. Alles fit. Gut. Danke. Bis dann. Qualität hat ihren Preis. Deine graue Mähne könnte eine Wäsche vertragen. Was? So. Tut mir unheimlich leid, aber da müsste ich mal zu meiner Kiste, müsste das Schwert da holen und dann will ich natürlich. Achso, ich wollte ja mal gucken, ne? Was habe ich denn da jetzt ange? Stahlwaffe. Erhaltung. Boni von Rüstungsschmieden und Schleifsteinen sind dauerhaft erhöht. 50% Angriffskraft gegen Humanoide und Bestien. Überlegenes Gift ist als 0. Warum ist... Das verstehe ich nicht. So, und jetzt sind die anderen Sachen weg und dafür habe ich nur Erhaltung, Boni von Rüstungsschmieden. Das habe ich dann da drin. Irgendwie. Pflichtruf. Weiß ich nicht. Lohnt sich das? Die Legenden vom Weißen Wald? Gib uns einen Körper. Mal. Siehst du diese Visage? Ich meine, wenn du mal keinen in der Nähe hast, dann ist das schon nicht verkehrt, ne? So, wo haben wir? Verbessertes Katzen-Silberschwert. Das brauchen wir. Entschuldigung. So. Nein, nicht Inventar. Weltkarte. So, wo ist der Knochen? Hier, ne? Das ist er, ne? Waffenschmied. Warum so eilig, mein Prinz? Ja. Keine Ahnung, warum so eilig. Eigentlich hat die junge Dame recht.
haben. So eilig. Hattori Hanzo, alter Samurai. Grüß dich, Ape Herr. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Ja, hör mal, ich habe gesehen... Was hast du denn im Angebot? Ein überlegenes Silberschwert. Nicht handeln. Handwerk. Ey, guck hier, Katzenarmbrust kann ich auch herstellen. Wir machen erstmal hier. Geht nicht. Geht nicht. Gut. Katzenstahlschwert. Das Überlegene kann ich aber nicht. Warum kann ich das Überlegene nicht herstellen? Ach ja, da, überlegenes Katzensilberschwert. Hau rein. Vielen, vielen Dank. 49 Schaden obendruf. Das ist super Dingen. So, nur hier, ne? Warum? Mal hier ein 44er. Boah, richtig gut. Elfenstahlschwert. Richtig gut, aber ist noch so gefühlt weit weg. Gemmerische Stahlschwert. 41er drauf. Auch gut. Da müssen wir uns merken. Hexenjägerschwert. Was für ein Arsch. Ja, das habe ich aber. Katzenstahlschwert. Meisterlich gefertigtes Bärenstahlschwert. Weißt du, da habe ich schon die Bärendinger, ne? Aber Scherben. Scherbe gibt jetzt sogar ein mehr. Hole ich die wieder aus der Truhe raus. Verbessertes Greifenstahlschwert. Müsste ich aber erstmal das hier erstellen. Das habe ich nicht. Glaube ich. Na komm, stell die Armbrust so her. Ist das gut? Reparieren, Verbesserung entfernen, zerlegen. Komm, lass uns mal hier in Handel gehen. Ja, nee. Nee. So, weil ist das symbolische. Ja, nee, kannst haben. Ja, das ist halt blöd, ne? 35. Rüstung des Ordens der Flammenrose. Beißt das selber, ne? 38. A-Zeichen. 19 Vitalität zerschmettern. Art. Ja, komm, kannst du die, kannst du haben. Die kann weg. Haben wir hier. Kann weg. Weißt du, hab ich mich so gefreut, ne? Weil ich mir dachte, jo, hast ja richtig gute Kohle hier, ne? Mal hier, zerschmettern auf 34, ey. 35. Kann weg. Und die habe ich auch hergestellt, ne? Ja. Jut. Kann weg. So, 35. Ja, das tut meine Seele weh, aber ich wette, ich finde noch was Geileres. Wenn ich dann nur 35. Beides dasselbe. Axi und Blutenresistenz. Chance auf Verbrennen 10%, Chance auf Verstümmeln. Axi. Blutenresistenz. Komm hier. Kriegst du den. Gut. Dann danke ich dir, Hattori Hanzo. Bis dann. Bist ein klasse Typ. So, Geralt, dann lass uns mal schauen. Was haben wir denn hier? Wir haben überlegenes Katzen-Dingen. Gut. Was ist das hier? Was ist da drin? 3%? Können wir verticken. Alles klar. So, und dann haben wir hier die Armbrust. Ne? Ey, die macht nur 6 mehr als die 14er? Was ist das denn? Dafür Rüstungsdurchbohrung, Angriffskraft 80% plus. Kriegt die immer, oder wie? Die Angriffskraft plus? Oder muss ich die Katzenarmbrust benutzen? Wo ist eigentlich die komische Armbrust, die ich da gefunden hatte?
Typische Hosen. Ja, und die, ne? Assassinenhose. Jo, Vitalität geht flöten wieder. So ein Scheiß. Aber 9 plus. Irden. Irden ist da drin. Und Quen. Ja, muss ich zerstückeln dann. Kriege ich die 5er wieder. Meine Herren. Nene Herren, Nene Herren. Grüß dich, Ape Herr. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Würdest du wohl etwas für mich anfertigen? Verbesserung entfernen, zerlegen. Bitte die einmal hier zerlegen. Vielen Dank. So, und ja, dann verkaufe ich dir das hier, ne? Silberschwert. Muss ja wieder Kohle hier reinkriegen. Und die Amos kannst du 16, ja klar. Nimm mit. Braucht kein Mensch den Scheiß. Da. Nee, 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 nee. Ist da. Meine Herren. Was hab ich nur getan? Also und jetzt habe ich hier so eine so doofe Stahlwaffe, wo ich keine Fassung mehr drin habe. Und die sind kaputt gegangen, die ich da drin hatte. Weiß ich nicht, ob das so eine kluge Idee gewesen ist. War da wieder ein Silberstahlschwert? Silberschwert. Was ist denn da drin? 5er, Zeichenidentität und 5er auf Verbrennen. Gut. Das ist ja wenigstens schon mal nicht so schlecht. Was haben wir hier? Rüstungsvibration. Da brauche ich bei einem Silberschwert nur wirklich nicht. Chance auf Verbrennen. Habe ich glaube ich schon drin, ne? Chance auf Vergiften. Lohnt das? Betäuben. Einfrieren. Taumeln. Angriffskraft 3%, das ist nicht schlecht. Das ist allerdings nur 3%. Komm, wir nehmen den Einfrierer. Hohenstein wird in der freien Fassung von Eigenschaften zu verbessern. Gewöhnlicher Gegenstand. Nein. Da weiß ich eben nicht, ne? Da weiß ich wirklich nicht. Gegenstände müssen auf Großmeister Stufe verbessert werden, um Boni freizuschalten. Wann habe ich denn hier Großmeister? Das ist ja jetzt schon überlegenes Silberschwert. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. So, dann probieren wir das jetzt mal aus. Hier. Benutzen und wo ist dein Tisch? Hattori Hanzo, wo ist dein Tisch? Sag mir nicht, du hast keinen. Ich bin schick, mein Prügel dick. Die Damen betteln um nen Fick. Du willst mich doch verarschen, Hattori, ne? Du hast keinen Tisch, an dem man was verbessern kann? Ich dachte schon, er wollte mit mir fighten. Mann, dreht sich mir die Birne. Ja, dann leck halt Arsch. Gut. So, an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wir haben ein bisschen Neues equipped. Wir haben einen ziemlich teuren Runenschmied, der Verbesserungen anbietet, die ich nicht... noch nicht ganz wirklich verstehen kann. Ne? Und vor allem will er jetzt nochmal 15 Mille von mir haben und dann bin ich pleite. Ich habe mich so gefreut, dass ich so viel Kohle zusammengerafft habe und der Typ, der hat mir hier für die komische Quest, hat er mir schon angedroht, ich soll viel Geld mitnehmen. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt so die klügste Sache war. Ne? Naja, wir werden sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch was. Bye, bye.